Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das ist sehr, sehr lieb von euch. Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Kurz etwas zu mir. Ich bin Ivan, ich bin 27 und ich bin sehr dankbar, von Comedy leben zu dürfen. Das war lange Zeit nicht der Fall. Ich musste sehr viel jobben, ich hatte sehr viele absurde Jobs. Ich habe zum Beispiel eine super lange Zeit in einer Eisdiele gearbeitet. Und wenn man in so einer Eisdiele arbeitet, kann man perfekt beobachten, wie Eltern ihre Kinder erziehen. Wer hat Kinder, mal klatschen? Sehr gut. Gut, dass es einigen nochmal eingefallen ist. So, ja, stimmt, da war ja was. Nee, wirklich, so, man kann perfekt sehen, wie Eltern das machen. Einige bilden so Soldaten aus, das gefällt mir, wenn so Eltern so ihre Kinder Kontrolle haben. Einige Kinder haben viel zu viel Macht, da blutet mir immer das Herz, wenn ich sehe, so ein Kind hat zu viel Macht über die Eltern. Einmal hat so ein Kind gesehen, dass ich Eis verkaufe, hat so angehalten, was auch immer, ich will jetzt ein Eis, jetzt Eis sofort, jetzt Eis, jetzt. Und die Mutter war so, ach Mensch, Sören, du hast mir doch versprochen, heute kein Theater zu machen. Und Sören war ein mieser Gangster, weil Sören hat sich auf den Boden geschmissen, hat angefangen rumzuschreien. Und es war der Mutter unangenehm, weil jeder plötzlich geguckt. Deswegen hat sie das Kind hochgehoben und hat ihm eine Kugel Eis gekauft. Und ich habe mich furchtbar gefühlt, diese Kugel Eis zu machen, weil Sören hat sie nicht mal ansatzweise verdient. Nicht mal ansatzweise. Ich habe so richtig wütend diese Kugel Eis gemacht. Ich war so, jetzt nimm und verpiss dich von hier, Alter. Das Witzige an der Geschichte ist, dass ein anderes Kind gesehen hat, dass genau diese Taktik funktioniert hat. Sieh das Ganze so, war so, Mama, ich will auch ein Eis. Wie er jetzt sofort Eis. Wie er sofort. Man merkt sofort, ganz anderer Ton, ganz anderer Haushalt. Aber wollte es trotzdem versuchen. Er hat ja gerade eben gesehen, dass es funktioniert. Aber so, ja, Mama, wie er. Jetzt Eis sofort. Jetzt. Und ich werde niemals vergessen, was die Mutter gemacht hat. Für mich war sie ein Held. Sie geht zu mir, kauft eine Kugel Eis, geht zurück zum Kind, lehnt sich so leicht runter und sagt so, ja, also ich kann mir das leisten und geht einfach. Sie war weg. Sie war wirklich weg. Kennt ihr das, eilige Eltern blöffen so? Die gehen 20 Meter, um zu gucken, wie das Kind reagiert. Die Frau ist in die Bahn eingestiegen. Sie war so, scheiß auf dieses Kind. Ich habe noch zwei andere. Alles entspannt. Ja, ich selber habe eine sehr strenge Mutter. Meine Mutter ist wirklich alte Schule, was Erziehung angeht. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine. Meine Mutter hat mich mit 7 Jahren nach Deutschland geholt. Sie hat voll viel gewagt, ist nach Deutschland ausgewandert, hat mich mitgenommen. Und ich musste Deutsch lernen. Das Problem zu dem Zeitpunkt konnte meine Mutter selber noch nicht so gut Deutsch. Das heißt, sie konnte es mir nicht beibringen. Aber ich musste ja irgendwie Deutsch lernen. Und hier ist, was meine Mutter dachte, was die beste Methode ist, mir Deutsch beizubringen. Sie hat mir einfach einen Duden gekauft, dieses gelbe Buch. Wirklich diesen gelben Klopper hat sie so auf den Tisch geknallt, weil so, Ivan, du lernst jeden Tag 50 Wörter, den ganzen Sommer lang, jeden Tag 50 Wörter. Ich war so, okay, mach ich. Ich habe wirklich den ganzen Sommer lang über gelernt, jeden Tag habe ich gepaukt und ich war auch richtig stolz, weil am Ende des Sommers konnte ich alle Wörter, die mit dem Buchstaben A anfingen, A war ich der Shit, Leute. Gespräche waren komisch am Anfang in Deutschland. So ein Kumpel meinte so, Ivan, was machst du heute Abend? Ich so, am Abend? Allein? Algebra ausprobieren. Also echt? So was heute mache ich so? Allerdings. Gefühle zeigen wir auch ein bisschen komisch am Anfang in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schulzeit war, aber bei mir, wenn man jemanden mochte, da hat man oft sowas gesagt wie, hey, ich will etwas von ihr oder von ihm. Das habe ich lange Zeit einfach logisch nicht verstanden, dieses Sprichwort, weil es gab gar kein ähnliches Sprichwort im Ukrainischen, da will jemand was von einem. Ich habe es nie verstanden und auch nie hinterfragt. Und einmal kam eine Mitschülerin zu mir, Paula kam zu mir, sie war so, Mensch, Ivan, du bist doch ganz super vorne mit dem Fabian, ich will was von ihm, kannst du ihm das nicht so ein bisschen sagen? Und ich war so, ja, was willst du denn von ihm? Vielleicht kann ich es dir geben, sagt er. Sag doch mal, was du brauchst. Was hat Fabian, was ich nicht hab? Und sie war so, nee, alles gut, du kannst mir nichts geben, alles super. Ja. Ich bin schon eine ganze Weile in Deutschland. Ich bin seitdem ich 8 bin hier in Deutschland. Und es gibt sehr, sehr gute Neuigkeiten für mich. Denn ich habe seit diesem Jahr meine deutsche Staatsbürgerschaft. Ja. Vielen Dank. Es hat wirklich 6 Jahre lang gedauert. Es war wirklich die bürokratische Hölle. Ich war in so vielen Bürgerämtern, ich musste durch so viele Türen rein und raus. Ab einem gewissen Punkt habe ich mich wirklich gefühlt wie bei Takeshis Castle, ich schwör's euch. Irgendwann haben mich 2 Japaner durch Bürgerämter gejagt. Irgendwann hatte ich so einen Helm an, ich war so, Arigato gozaimasu! Das ist nur witzig, wie die Leute, die Takeshis Castle kennen.
Ja, nach 6 Jahren kam der Anruf von meinem Sachbearbeiter, der war so, Herr Thieme, wir können Sie morgen einbürgern. Und ich konnte es nicht glauben. Und ich hatte noch nie eine Panikattacke, aber ich glaube, auf den letzten Metern hatte ich eine Panikattacke, weil ich stand vor dem Bürgeramt und ich war so, ja, als ob die mich jetzt einfach einbürgern. Da wird doch bestimmt noch so ein Überraschungstest kommen oder so. Als ob die mir jetzt einfach so die deutsche Staatsbürgerschaft geben. Deswegen habe ich wirklich gegoogelt, kurz vor meiner Einbürgerung, aus Panik, Grundgesetz, Zusammenfassung, kurz. Weiß nicht, auf den letzten Metern lernen wir nochmal. Ja. Ich bin auch ein bisschen in der Ukraine groß geworden und ich erinnere mich ganz gerne an eine Geschichte. Und zwar, ich bin bei meinen Großeltern groß geworden. Super kleines Dorf, jeder kennt jeden. Und meine Großeltern haben jede Woche Lotto gespielt. Und meine Aufgabe als kleiner Junge war es, die Lottozahlen zu vergleichen. Und meine Großeltern haben nie gewonnen. Und es hat mich immer richtig traurig gemacht, denen Woche um Woche sagen zu müssen, dass wir wieder verloren haben. Deswegen dachte ich mir einmal, hey Ivan, du fälschst jetzt einfach diesen Lottoschein, damit sich deine Großeltern wenigstens ein bisschen freuen. Als Kind denkt man nicht so sehr in die Zukunft, man ist sehr im Jetzt. Ich dachte wirklich, ich tue denen einen Gefallen. Meine Großeltern kommen vom Bazar so mit Einkaufstüten. Ich gehe zu ihr hin, ich war so, hey, wir haben alle Zahlen richtig. Und sie flippen aus, fangen an zu weinen, fallen auf den Boden. Man sagt, Geld kann einen nicht glücklich machen. Ich habe meine Großeltern noch nie so glücklich gesehen wie in dem Moment. Und ich konnte ihnen dieses Glück nicht nehmen. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihnen die Wahrheit zu sagen. Die waren so glücklich, deswegen war ich so, okay, Ivan, du wartest erst mal 15 Minuten ab. Und dann beruhigen die sich und dann sagst du denen die Wahrheit. Und ich wusste gar nicht, was sich da in Kraft getreten hat. Weil innerhalb einer halben Stunde war das ganze Dorf bei uns. Die haben gesungen, die haben getanzt. Die hatten einen DJ. Ich weiß nicht, wie schnell die DJ organisieren konnten. Mein Opa hat angefangen, Geld zu verschenken. Was, du kriegst 10.000, du kriegst 10.000. Das ganze Dorf war in Ekstase. Und ab dem Punkt konnte ich nicht mehr die Wahrheit sagen. Ich habe mich einfach versteckt. Und irgendwann war die fertig mit den Feiern. Waren so, okay, wir haben jetzt gut gefeiert. Wir rufen jetzt da an und fragen, wo wir das Geld abholen können. Wir haben alle Zahlen richtig. Wir haben ja nichts zu befürchten. Alle versammeln sich um dieses Telefon. Und der Mann am Telefon sagt laut und deutlich sowas. Wir sind komplett die falschen Zahlen. Muss sich um ein Missverständnis handeln. Jemand wird sie verarscht haben. Und so kam quasi raus, dass ich einen Streich gespielt habe. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich in Deutschland bin tatsächlich. Leute, ihr war ein tolles Publikum. Vielen, vielen Dank. Wo auch immer ihr dieses Video gesehen habt, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Hier gibt's mehr witzige Videos. Hier oben gibt's die ganze Folge in der ARD-Mediathek. Und unten für alle fleißigen Dinkchen nochmal ein Abo drücken.